Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ja, das ist mein Abschlussvideo. Ich habe mit den Hex-Clan-Membern noch gesprochen und sie möchten euch jetzt ein Statement unterbreiten. Das haben sie mir zugeschickt und das werde ich jetzt hier im Anschluss hochladen. Hört euch an, was sie zu sagen haben. Ich finde es gut. Danke an euch Jungs. Und ich verabschiede mich jetzt hier schon mal mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, hier ist der Jerome, auch genannt Witzmann. Und ja, ich bin nicht alleine, denn der Feli und der Paddy aus der ehemaligen Hex-Community sind bei mir, denn wir waren so gesagt Leader von der Community mit Rambo so gesagt. Und das Video wird halt hier auf Commanders Krieger Channel hochgeladen. Und ja, wir wollen jetzt halt unser Statement dazu geben. Ja, wir haben halt mit Commander Krieger geskypt und er meinte, es ist auch am besten, wenn wir einfach euch erklären. Und ja, wie alles zustande gekommen ist. Okay, dann fange ich mal an. Also ich bin halt der Leader gewesen und ich habe halt viel erfahren, etc. Und ja, also es ist halt alles, also zu Nuke zu kommen, die Nuke war ein Fake. Das kann man jetzt nicht mehr abstreiten. Und ich war halt von Anfang an auch nicht so sehr überzeugt davon, weil ich meine zu ihnen, dass die Nuke ein bisschen zu früh kommt, weil halt Commander Krieger unbedingt eins auswischen wollte. Und ja. Und hier zum Beispiel die Anschuldigung, dass wir welche, oder dass wir ein narzisstischer Clan sind. Nein, wir haben nie Leute irgendwie gezwungen, da mitzumachen. Wir haben einfach ganz mal gesagt, also, wir sind halt in den Channel gegangen und gefragt, wer würde ein W2 mitmachen. Und dann haben manche sich halt gemeldet. Haben wir die dann in den Channel gezogen, haben gesagt, ja, okay, wir fangen jetzt eine Nuke. Und dann haben sie halt mitgemacht. Es hat sich niemand wirklich was dabei gedacht. Wir dachten, okay, das wird halt ein Video bei YouTube, fertig ist. Und deswegen machen wir halt das Video, weil wir extrem geflamed werden als Faker-Clan und guck doch mal diesen hässlichen Clan an von Rambo, alles Faker. Ja, wir können halt nicht so wirklich was dafür. Wir haben mitgespielt, ja, wir sind mit daran beteiligt, aber mir war es eigentlich relativ egal, da es ja Rambo sein Channel war. Und deswegen wollte ich euch nochmal sagen, hört bitte auf uns zu flamen. Generell auch die anderen Member jetzt, weil wir hatten echt vor, alle unsere Namen zu ändern, weil es halt echt nicht ging. Wir sind auf den Black Ops Server gegangen und schon kamen die ersten Flames, Faker-Clan, raus mit euch. Und die meisten konnten es halt nicht ertragen und haben dann halt den Clan geliefert, so wie auch der Baum Jeans und Attention und so alles, wie die auch alle hießen. Und ja, ich wollte halt nochmal das halt alles erläutern und finde ich auch gut, dass Commander Krieger uns die Chance gibt, unser Statement hier auf seinen Kanal hochzuladen. Und ja, der Pili kann jetzt nochmal was sagen und der Pili dann, oder? Jo, also Jerome hat eigentlich schon alles gesagt. Wir sind kein Faker-Clan. Wir wurden nicht dazu gezwungen von Rambo, das sollte man vielleicht auch nochmal klarstellen. Wir sind einfach in einen anderen Channel gegangen und wie gesagt, wir haben uns nichts dabei gedacht. Dass es so fatale Folgen im Prinzip haben kann, war uns in dem Moment auch nicht bewusst. Und ja, Paddy? Ja, also ich will eigentlich auch nur noch hinzufügen, also wurden ja viele von uns dann im Clan gefragt, ist das jetzt fake oder nicht, jeder schreibt hier jeden an oder keine Ahnung, Jerome wahrscheinlich am meisten, dass wir dann zu Rambo halten, müsst ihr ja logischerweise, finde ich, auch mal verstehen, ist natürlich nicht fein, aber wir können nicht Rambo auch eiskalt in den Rücken fallen, weil wir sind mit dabei im Video gewesen und haben ihm quasi bei der Nuke geholfen, er hat sie letztendlich hochgeladen, das war seine Idee, aber dass er dann unbedingt gleich sagt, der ganze Clan ist total scheiße und alles ist gefaked und so, ja. Ja, das kann es auch nicht sein. Ja. Und man kann auch echt mal sachlich bleiben, dass er Rambo flamed und so, ist ja okay, aber man muss nicht immer jede 3 Sekunden Kommentar schreiben, Hurensohn und keine Ahnung was, das ist dann auch irgendwie... Das ist auch kindisch und das ist, ich finde, dem Alter überhaupt nicht angemessen. Also von manchen von euch. Ja, das gleiche wie mit Fluda, weil da fängt es jetzt auch schon so an, dass er jetzt mehr Daumen nach unten kriegt, weil er jetzt zu Rambo halt steht. Die sind halt befreundet und er kennt den schon sau lange und dafür stehe ich auch, dass Fluda da sagt, dass er zu ihm trotzdem weiter steht und alles. Und wenn ihr das nicht versteht, ja, ist halt schade, aber ihr müsst nicht unbedingt dann gleich Fluda auch noch in den Dreck ziehen und ihn auch haten bzw. Daumen nach unten geben, das hat er nicht verdient. Ja. Ja. Genau, das war halt so unser Statement dazu. Und ja, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ja, Kommentare und so alles. Aber unterlasst das Flame, weil
Das können wir Das einfach Thema ist nicht mehr eigentlich jetzt aushalten. fast Ist abgehakt, durch, finde ist ich. durch. Ja. Die Nuke war gefaked, ist alles aufgeklärt, Ja. fertig. Ja, danke für Commander Krieger noch für das Jo. Skype-Gespräch eben, das wir hatten. Das war ziemlich befreiend auch und wir hoffen jetzt, dass wir weniger geflamed werden. Wenn ein paar noch flamen, das verstehen wir. Es wird immer Flamer geben, aber hoffentlich nicht mehr so stark und dass unser Clan nicht mehr völlig da dumm rumsteht, weil wir da mit dabei waren. Okay, dann könnt ihr noch Ja. verabschieden. Ja. Ciao, Tschüss, Leute. Leute. Okay.